Moin, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute auf dem Sofa bei mir Francesca Molia von High Solutions. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Eine emissionsfreie Mobilität und Industrie ist das Ziel von High Solutions. Wie wollt ihr das erreichen oder wodurch? Ja, also was gerade wir machen, ist wirklich Projekte entwickeln und Projekte steuern mit unterschiedlichen Akteuren in Hamburg meistens, aber auch auf deutscher Ebene und internationaler Ebene, um genau diese Ziele zu erreichen und helfen Deutschland und auch Europa, diese Ziele zu erreichen. Und genau, Projekte. Projektmanagement. Und Solutions oder High Solutions, da ist schon das Wort Solution, also Lösung mit drin. Was für Lösungen bietet ihr denn an? Also wir reden von praktisch, wenn jemand eine Idee hat und vielleicht noch Partner sucht und ja, wir sind die, die praktisch helfen können und ein bisschen die Struktur von einem Projekt dann auch mitzubauen und mitzusteuern, auch Förderakquise manchmal. Leute haben eine gute Idee, aber vielleicht kein Fördermittel. Und wir versuchen auch, die zu unterstützen mit der Akquise und auch mit Fördermanagement auch, Fördermittelmanagement. Und genau, und dann, wenn auch Partner fehlen oder praktisch andere Beiträge fehlen in diese Gruppe von Akteuren, dann versuchen wir, genau, was fehlt, zu, noch mit an Bord zu bringen. Genau, ihr seid nämlich auch ExpertInnen und zwar auch für klimafreundliche Zukunftstechnologien. Ihr seid in Hamburg. Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, macht Hamburg aktuell als Stadt bisher besonders gut, wenn es zum Beispiel um Themen wie Wasserstoff und Nachhaltigkeit geht? Weil Wasserstoff, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, ist ja auch eines eurer, ja, eine eurer Expertisen. Genau. Ja, wenn ich ein bisschen den Big Picture erzählen darf. Praktisch ist die Projekte, die aus Solutions darum sich kümmert sozusagen, sind genau Wasserstoffthemen, aber auch Elektromobilität und auch Smart Mobility, wo man auch, also mit Smart Mobility heißt normalerweise wie autonomes Fahren und neue Digitalisierungsformen. Das heißt, was jetzt stark Hamburg macht, ist auch die Möglichkeit, und dass wir auch ein bisschen vereinfachen und unterstützen, zusammen mit der Behörde, also die Politik und die auch die Industrie in Hamburg sind, ist die perfekte Lage praktisch, die beide ein Ziel und beide zusammen wollen solche Aktivitäten und Projekte weitertreiben. Ich bin besonders bei den Wasserstoffthemen beschäftigt. Das heißt, das ist genau, was meine Themen sind. Mit Wasserstoff heißt, da High Solutions ganz, also ist eine private öffentliche Partnerschaft zwischen Hochbahn, die also Abgesellschafter ist, das heißt der ÖPNV-Betreiber in Hamburg, und andere Energie- und Logistik- und Infrastrukturakteure in Hamburg, das ist die Gesellschaft sozusagen. Die Ziele sind immer, ja, Richtung Mobilität, das heißt Elektrobusse, also was die Hochbahn jetzt macht, wurde auch von High Solutions begleitet zum Beispiel, aber auch in Richtung Wasserstoff. Und deswegen, die Zukunft, denken wir, ist da, und ja, deswegen, wir versuchen, diese Ziele zu erreichen, auch in Hamburg besonders. Du hast jetzt gerade schon den ÖPNV angesprochen, also den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg. Gibt es denn aktuell schon Projekte, vielleicht Fahrzeuge, die wir hier in Hamburg schon sehen oder vielleicht mit denen wir sogar fahren können? Ja, also ich weiß, dass bei der Hochbahn, also Elektrobusse, klar, gibt es schon. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, wie leiser sind diese neue Busse. Die sind keine Dieselbusse mehr. Und ist auch das Ziel der Hochbahn, nicht mehr mit Dieselbusse zu fahren. Das heißt, schon seit ein paar Jahren ist das Ziel, jedes Jahr, wenn was Neues gekauft wird, wird entweder Elektro- oder Wasserstoff sein. Solange ich weiß, ist gerade ein Bus, gehört der Hochbahn, der Wasserstoff betrieben ist, aber ist noch nicht in Benutzung, aber soll bald kommen. Das heißt, das ist definitiv möglich. Aber was schon auf der Straße gibt, sind die PKWs. Also Toyota und Hyundai so schon seit Jahren produzieren Autos, die auch Wasserstoffbetrieb haben. Selber High Solutions hat ein Dienstauto, das ist ein Hyundai Nexo. Und es gibt Tankstelle auch in Hamburg. Das heißt, man kann auch tanken, Wasserstoff tanken. In der Hafen City. Richtig. Vielleicht nicht für lange, aber jetzt ist noch da. Und sonst gibt es auch anderen. Und das heißt, dass die Idee ist, dass mit unterschiedlichen Betreibern auch diese Netz
von Tankstelle noch bleiben wird und auch hoffentlich auch größer wird. Und gibt es aus deiner Perspektive heraus Regionen, Städte, vielleicht auch über Deutschland hinaus, an denen sich Hamburg vielleicht ein Beispiel nehmen kann in Sachen Nachhaltigkeit, Zukunftstechnologien, vielleicht sogar Wasserstoff? Genau. Also in Deutschland besonders und auch in Hamburg darf man schon sagen, dass wir fortschrittlich sind. Das heißt, wir sind auch selber ein gutes Beispiel. Aber definitiv, was Hamburg auch macht und auch weitermachen soll, ist auch mit anderen Regionen arbeiten, besonders Norddeutschland, ist also, da wir auch nah an die grüne Quelle sind, also Strom, Offshore und Onshore. Natürlich ist berühmt, dass sie in Deutschland eher nördlich sind, auch für die natürliche Situation, aber auch im Süden wäre möglich. Aber wir wissen, dass Nordsee, die Richtung ist immer die beste Quelle für grünen Strom. Mit den nördlichen Ländern von ihnen arbeiten, also lernen wir, aber auch arbeiten wir zusammen. Das heißt also Schleswig-Holstein, Hamburg selber, Bremen selber, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, so sind die enger mit Hamburg normalerweise arbeiten. Und es gibt Beispiele von Projekten, wo auch iSolutions involviert ist. Ein Projekt zum Beispiel heißt Norddeutsche Reallabor, wo praktisch Energiekopplung ist das Thema, Sektorkopplung ist das Thema. Aber auch andere Projekte, wo zum Beispiel auch Hamburg besonders auf Schifffahrt und Raumfahrt sich konzentriert, ist ITZ. Im Besonderen ist ein Zentrum, praktisch Technologiezentrum, verteilt in 4 Ecke in Deutschland, so wirklich, wir sind Nord, und heißt Nord auch zusammen mit Stade, also Bremerhaven, also wir sind wirklich in einer Gruppe. Und dann gibt's auch Süd, West und Ost, und die sind ein bisschen unabhängiger, sie machen andere auch Anwendungen in Mobilität, eher Straße oder Schiene, aber in Hamburg sind stark für Raumfahrt natürlich, wir haben einen Airbus hier und macht Sinn, dass die Themen natürlich auch richtig sind und einen großen Hafen, deswegen auch maritim, sehr wichtiges Thema auch innerhalb iSolutions, ganz geprägt in Logistik, Schwerlogistik, und Hafen ist ein großes Thema. Also viele verschiedene Branchen, in denen ihr die Zukunft von unter anderem Wasserstoff und Zukunftstechnologien seht. Ja. Was erwartet ihr denn vielleicht aber auch von Bund und Ländern, damit wir die Klimawende noch hinbekommen, also damit ihr sozusagen in eurem Engagement unterstützt werdet? Also die Politik ist schon auf denselben Ziel wie uns, also das Ziel noch nicht, also guckt an denselben Ziel wie uns, wie wir. Und es gibt auch schon Geld, also vor wenige Wochen wurde wirklich auch schon bestätigt, dass Projektverfahren, das heißt IPCEI, also Important Project for Common European Interest, ist etwas, das auf europäischer Ebene praktisch versucht, unterschiedliche Projekte, also mehrere Projekte, über hunderte Projekte zu steuern, die praktisch um ein Thema sich kümmern und entwickeln wollen. Es gibt Erfahrung auch mit anderen Themen, und jetzt ist der dritte IPCEI auch im Gang sozusagen, heißt Wasserstoff. Also ist wirklich ein Wasserstoff-IPCEI, der praktisch um wirklich viele Projekte zusammenbringt und unterschiedliche Anwendungen von wirklich Produktion bis zum Nutzung von Wasserstoff wirklich Entwicklung unterstützt. Und das wird wirklich von Land, also die EU praktisch entscheidet und ein bisschen steuert, wer soll das Geld bekommen und wie sind die Projekte, welche sind die besten und so. Aber am Ende ist Land und Region, also auch Hamburg, nicht nur Bund, werden wirklich die Finanzierung sorgen. Das heißt, das wurde auch auf Hamburger Ebene schon bestätigt, war auch in den Medien vor ein paar Wochen. Und deswegen, das ist definitiv, wir sind alle auf die richtige Schiene, muss man einfach machen. Und jetzt ist natürlich nicht immer einfach, aber wir sind jetzt besonders mit diesem IPCEI-Verfahren auch mit iSolutions beschäftigt. Und wir versuchen, das auch ein bisschen weiterzutreiben und Deutschland und auch Norddeutschland zu unterstützen. Ihr seid also dran. Ja. Apropos Norddeutschland. Ja. Also, ihr seid in Hamburg mit iSolutions. Du bist in Hamburg, hast auch schon erwähnt, Hamburg ist für euch als Standort auch gut, weil hier passiert viel im Hafen, aber auch in der Luftfahrt, aber auch generell, was Mobilität angeht. Ja. Mich würde aber noch mal interessieren,
was gefällt dir vielleicht ganz persönlich an Hamburg als Standort? Ja, also mir gefällt das eigentlich im Teil, also der Hafen ist immer sehr attraktiv, aber generell, dass so viel Wasser in Hamburg ist, nicht von oben, das heißt nicht das Wetter, das ist, als Italienerin ist noch härter, glaube ich, aber definitiv, dass so grüne Fläche gibt, aber trotzdem so diese Großstadt-Flair da ist und sehr Dynamik und genau, also die richtige Größe auch mit der richtigen grünen Anteil und auch ja, viel aktiver und dynamischer Stadt. Und das heißt, du würdest auch Unternehmen, die sich vielleicht überlegen, in Hamburg anzusiedeln, um hier von hier aus ihr Unternehmen zu führen, würdest du denen das anraten? Absolut. Also in der Wasserstoffthemen, es wäre so ein Muss sogar. Weil wirklich Hamburg kann die ganze Wertschöpfungskette von Wasserstoff decken, weil wir haben eine von diesen Projekten, die jetzt auch unterstützt werden wird, kümmert sich um Produktion und Import. Das heißt, es gibt Produktion und Import, ist beides möglich in Hamburg. Und dazu auch die Gasnetzverbindung und die Speicher ist möglich. Also viele Projekte sind auch, und oft Projekte auch besonders dazu, wird diese auch Teil von Wirtschaftskette entwickeln. Und dann viel natürlich, wie du schon gesagt hast, Mobilitätsanwendungen, Wasserschiene, alles mögliche, also Flugzeuge und auch fehlt noch Straße. Und dann auch Industrie. Also was ist auch mir wichtig auch zu sagen, ist natürlich als Solution kümmern sich um Mobilitätsprojekte, aber auch Industrie und die schwer zu dekarbonisieren Industrie ist auch hier und ist ein perfekter erster Abnehmer von Wasserstoff für mögliche zukünftige grünere Anwendungen, besonders Metallindustrie. Also in Hamburg sind es Aluminium, Kupfer und Stahl. Sehr starke Industrie. Das heißt, es gibt diese ganze Ökosystem schon. Wenn jemand neu dazukommen würde, wäre perfekt. Könnte bestimmt sich in eine von diesen Punkten in der Kette sich anbinden. Und für generelle Industrie, Hafen ist wichtig, nur für Wasserstoff natürlich. Flughafen gibt es einen kleineren auch in Lübeck. Und was auch wichtig ist, ist Talente zu finden und zu fördern. Wenn die Stadt so schön ist wie Hamburg, ist natürlich einfach auch gute Leute zu finden, die dann arbeiten können. Und ja, und Hamburg ist auch ja berühmt für Medien und Digitalisierung, auch in Hamburg sehr stark, im Vergleich zu anderen Städten in Hamburg, in Deutschland vielleicht. Das heißt, ist alles da. Man muss einfach ja machen. Und kommen. Und kommen, ja. Die noch nicht da sind oder vielleicht für Startups auch. Also Hamburg ist wichtig als Startups-Hub. Das heißt, perfekt. Das sind doch hervorragende Perspektiven und man könnte fast sagen, in Hamburg oder an Hamburg liegt die Zukunft. Ich danke dir sehr für diese Einblicke und ja, hoffentlich bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. War schön. Ich danke auch euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal bei den Future Hamburg Talks.